Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich, was du nicht kommen siehst. Eine neue Lebenssituation für dich. Schauen wir uns an, worum es geht, um was es sich handelt. Energetisch, praktisch oder zwischenmenschlich. Zu diesem Video gibt es selbstverständlich eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Zwilling. Was sieht der Zwilling nicht kommen? Aus der Situation, deinem Seinszustand der Orientierungslosigkeit, das, wie man so schön sagt, vor sich hin dümpeln, im Hamsterrad sein, im Alltag sein, sich Neues wünschen, anderes wünschen, andere Situationen herauswünschen, doch nicht wissen, wie man das umsetzen könnte. Gleichgesinnte zu haben, aber doch nicht mit ihnen verbunden zu sein, nicht so, wie du es dir zumindest erhoffst. Immer hoffen, auf dass morgen die Idee kommt zur Veränderung, welche Schritte einzuleiten sind. Resignation auch teils ein gelangweilter Zustand. Da, wo du bist, es verändert sich nichts, zumindest nicht so, wie du es gerne hättest. Ja, und selbstverständlich, taking risks. Es geht darum, aktiv zu werden. Es geht darum, den ersten Schritt zu tun. Du weißt, lieber Zwilling, Tausende, Abertausende von Kilometern können alle zu Fuß gegangen werden. Sie beginnen mit dem ersten Schritt. Mache den ersten Schritt. Sei risikobereit, risikofreudig. Manchmal muss man ins kalte Wasser springen, um schwimmen zu lernen. Es geht darum, dass du dich mit deinem Geistführer aktiv, willentlich aktiv, bewusst verbindest. Schaue auf dein Leben aus der Adlerposition, schaue die Stützpfeiler, die ganz wichtigen Punkte in deinem Leben an und schaue, wo stehst du heute. Tauche hinab durch deinen Geistführer, der dir die richtigen Impulse geben wird. Darauf kannst du dich verlassen. Tauche hinab in dein Unterbewusstsein. Dort wirst du die Antworten finden. Dort wirst du einen ganz großen Schatz bergen, nämlich die Freude, den Genuss der Dankbarkeit, der Annahme und den richtigen ersten Schritt. Welcher der richtige ist, dich dort ein Stück näher bringt, wo du eigentlich hin möchtest. Wie gesagt, die Orientierungslosigkeit, das Abwarten, das, ja, bei manchen kriege ich schon fast so einen, ich möchte nicht sagen depressiven Touch mit, aber so dieses Lustlose und Resignierte eben, ach, es ändert sich eh nichts. Ich mache jetzt mal so weiter wie bisher. Das passt ja auch alles. Man soll ja auch in wichtigen Lebensentscheidungen nichts über den Zaun reißen und lieber dann doch noch eine Woche drüber schlafen, als sich aus Hetze oder Stress heraus entscheiden und die falsche Entscheidung treffen, weil man nicht mit sich verbunden ist und diese Entscheidung nicht wirklich spürt. Doch genau das ist es, was dich eben so launisch macht eventuell, was dich depressiv verstimmt, was dir körperliche Schmerzen bereitet. Denn einige Zwillinge, merke ich hier, fühlen sich wie, als würde innerlich etwas zerreißen, euch in jegliche Richtung reißen wollen. Aber das ist dieses Neu-Umorientieren. Lasst euch neu zusammensetzen, neue Blickwinkelausrichtungen. Du hast Angst, wenn du den ersten Schritt machst, aktiv wirst, dass alles in sich zusammenfällt.
deine ganze Sicherheit, die du dir aufgebaut hast, dein bei manchen euer Imperium. Und ich merke auch, ihr achtet viel zu sehr auf andere, was andere wollen oder eine ganz bestimmte Person möchte. Wenn es darum geht, risikofreudig zu sein, dich für Neues zu öffnen, einen neuen Job oder einen Job noch mit dazu annehmen, endlich mal kreativ zu werden, dich kreativ auszuleben, egal um was es geht, oder einen Partner zu verlassen in einer Beziehung, die ihr eigentlich nur noch sitzt, und die euch nicht mehr erfüllt. All das ist mentaler Konflikt, weil ihr nicht auf euch selbst hört, nicht auf euren Geistführer, durch eure Intuition. Und das stresst euch wahnsinnig. Auch die Risikobereitschaft, bereit zum Risiko sein, das stresst euch wahnsinnig, weil ihr so wahnsinnig an eurer Sicherheit festhaltet. Daran ist ja überhaupt gar nichts zu bemängeln und zu kritisieren. Sicherheit ist für einen jeden von uns wichtig. Das bekommen wir ja schon im Mutterleib mit, dann durch die Mutter übertragen beim Heranwachsen. Doch es geht darum, dass du dir deiner selbst heute bewusst wirst, lieber Zwilling, und aufhörst zu denken. Du als Luftzeichen bist sowieso sehr vom Verstand gesteuert. Diesmal hör auf dein Gefühl. Dein Gefühl wird dich sicherlich immer richtig leiten, sofern du immer mit dir verbunden bist. Ja, und dann kommt das, womit du nicht rechnest. Der Impuls, dein Unterbewusstsein zwingt dich fast dazu, durch ein Unwohlseinsgefühl, kann psychisch, kann körperlich sein, wende es an, wie es auf dich passt, da kommt dann die Perle aus deinem Unterbewusstsein hervor. Die Antwort, die Idee, was zu tun ist. Es geht bei dir um fruchtbaren Boden. Der fruchtbare Boden ist in dir, du bist dein eigener fruchtbarer Boden. Du kannst alles darauf säen, was immer du möchtest. Und du bringst es zum Wachsen, natürlich mit dem Fokus deiner Gedanken. Ja, und dann haben wir hier die Freude und den Genuss und du wirst alles auf einmal bekommen, sofern du bereit bist, dich in Bewegung zu setzen. Du wirst die Qual der Wahl haben an guten Dingen, die dir widerfahren möchten, die dir geschehen möchten, die zu dir kommen wollen. Und sehr viel Urteilsvermögen wird von dir abverlangt, um zu entscheiden. Du bist dein eigener Glückesschmied, lieber Zwilling. Vergiss das niemals. Mache dich nicht von anderen abhängig, denn die anderen werden immer so handeln, wie es für sie passt. Auch sprichst du mit keinem über deine innerliche Zerrissenheit. Soll ich nicht? Wie, wann, wo, was, weshalb, warum? Wisse, dass dieser innerliche Prozess für deine neue Lebenssituation ganz plötzlich kommen wird, also dass er rasant an Fahrt gewinnt, auch wenn du schon seit einigen Monaten, 16 Monaten oder gar für manche 16 Jahren schon in diesem Prozess drin bist. Jetzt ist die Zeit, die richtige Zeit, zu vertrauen. Wie es dann letztendlich werden wird, bei uns allen, das weiß keiner. Doch solange es noch nicht gut und passend für dich ist, solange bist du nicht angekommen. Manche von euch machen sich auch Sorgen um das Finanzielle, natürlich zu Recht. Wir sind Menschen, wie vorhin schon gesagt, wir brauchen sehr viel Sicherheit alle. Doch wo ist dein Vertrauen? Wo ist dein Gottvertrauen? Wo ist dein Vertrauen in dich selbst? Du bestimmst, wann dieser Zyklus endet. Wir schauen uns jetzt im Extended an, das daraus resultierende, was es zu erreichen gilt, was du erreichen wirst, wer dich eventuell
dabei unterstützen wird, worauf zu achten ist. Lieber Zwilling, ich freue mich auf dich, dich gleich im Extended wiederzusehen. Bis gleich, ciao.